Ich wüsste zu und zu gern, wie Sie glauben, damit durchkommen zu können, Mr. Ripley. Ein talentierter Schurke. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht erschrecken. Was machen Sie hier? Er hat gedacht, Sie hätten vor, mich auszurauben. Nein, er hat gedacht, ich wollte Sie ihm rauben. Wer weiß, vielleicht hatte er recht. Eine schöne Erbin. Dafür kennen wir uns noch nicht gut genug, Tom. Ich muss eine ganze Menge von diesen Bildern verkaufen, damit ich leben kann. Ich bin so froh, dass er endlich berühmt wird. Ein schrecklicher Unfall. Oh mein Gott! Er war ein echter Künstler! Es ist vorbei. Und wenn er noch nicht tot wäre? Soll das heißen, du schlägst vor, wir verschieben die Bekanntgabe? Seine Bilder werden alle verkauft. Durwood wird eine Legende. Eine gefährliche Lüge. Alles ist eine Fälschung, Jeff. Funktioniert das? Ja. Ihr korrumpiert Durwood. Das tun wir nicht, wir machen ihn unsterblich. Wer war der bessere Künstler, du oder Durwood? Es zählt nur deine Arbeit. Mit seiner Signatur. So ist es. Ein perfekter Plan. Wir sind reich wie die Sünde. Die Preise sind seitdem enorm gestiegen. Dieser Durwood wurde nicht von Durwood gemalt. Was wissen Sie eigentlich genau über Ihren Freund? Warum machen Sie das? Fälschung, Kreditkartendiebstahl, Identitätsschwindel. Man kann nicht tun, was wir getan haben, ohne dafür zu zahlen. Anscheinend ist Murchison entführt worden oder sowas. Was ist passiert? Das ist ein Beweisstück. Ich will eine Leiche. Durwood, Murchison, egal wessen. Wenn Mr. Ripley auftaucht, will ich, dass er sich mit dieser Sache sein eigenes Grab schaufelt. Wie man so sagt. Wie man so sagt. Ripley Underground. Um eins klarzustellen, ich bin kein Mörder. Ja. Okay. Obwohl ich eine Leiche im Auto habe. Demnächst.